Ja, hallo, ich begrüße euch mal wieder in einer Ausstellung. Ich befinde mich in einer Garage oder einem Künstleratelier in Wassenberg, und zwar bei dem Künstler Peter Röttges. Und er ist Bildhauer, Holzbildhauer, hat aber jetzt gerade eine ganz andere Aufgabe, denn er ist ja irgendwie zu einer Sammlung gekommen, und zwar einer Sammlung mit Bildern von Hartmut Hacki Ritzerfeld aus Stolberg. Ja, und diese Ausstellung besuche ich gerade, denn ich selber habe sie vor 21 Jahren etwa organisiert, kuratiert im Landgericht in Aachen. Und diese Sammlung ist dann teilweise in die, ja, in die privaten Räumlichkeiten eines Rechtsanwalts gewandert, der sich diese Sammlung zugelegt hat. Sie sehen im Hintergrund auch schon das Hauptbild, das Titelbild des Kataloges, den ich damals auch gemacht habe. Und ja, ich freue mich nach so langer Zeit, diese Ausstellung, diese Bilder noch einmal wiederzusehen. Ja, und jetzt führe ich euch mal da durch, zeige euch ein paar Bilder davon. Leider ist keine große Ausstellungsshow möglich, denn wir wissen ja, Corona, es ist alles geschlossen, und von daher sind diese Bilder an verschiedenen Plätzen aufgestellt und zu sehen, aber immer nur für jeweils eine Person. Also, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Querschnitt dieser Sammlung. Ja, nun befinden wir uns hier in der kleinen Galerie des Holzbildhauers Peter Röttges. Und wie ihr seht, sind hier Bilder des Künstlers Hartmut Ritzerfeld aufgestellt. Auf dem Tisch als Dokumentation auch zu sehen Ausschnitte von 2006 und 2005 bei den Bildern von Ritzerfeld, ich vermute mal in der Galerie Lempertz in Köln, angeboten wurden. Ja, dann schaue ich doch mal nochmal, wie der Titel dieses großformatigen Werkes ist. Das habe ich nämlich vergessen. Und zwar heißt das, ja, ich habe es jetzt gleich, Grablegung. Ja, man sieht es an den Kreuzen auf der Stirn der Priesterinnen. Und ja, eine Person, die quer liegt, und ein großer Blumenstrauß, der da aufgestellt ist. Tja, da ich mich in dem Atelier von Peter Röttges befinde, will ich natürlich auch ein paar seiner Arbeiten hier mit ins Bild hineinnehmen, die wunderbar sind auf Stelen und so wie mir das scheint auch in erster Linie mit der Kettensäge gearbeitet. Das hier sind zwei Touristen, so auch betitelt. Hier oben sehen wir seine Vorzeichnungen. Machen noch mal einen kleinen Schwenk auf die andere Seite. Hier sind einige Werke in Arbeit. Da hinten noch einige fertige große Stelen. Ja, und das hier scheinen mir doch dann eher die christlichen Motive zu sein. Ja, dann verlasse ich diesen schönen Raum wieder und ergänze das Ganze noch mit einem kleinen Querschnitt dann aus dem anderen Ausstellungsraum und sage für heute Tschüss. So, und jetzt befinde ich mich hier am Naturparktor in Wassenberg, und da ist die zweite Ausstellungsräumlichkeit für die Sammlung des Hacki Ritzerfeld. Die ersten Bilder sind direkt hier im Fenster zu sehen. Eine wunderschöne Ausstellung, die hier stattfindet, die, wie gesagt, seinerzeit im Landgericht in Aachen zu sehen war. Und nun gehen wir einmal kurz hinein.
Naturpark Tor Wassenberg. Ich hoffe, es sind jetzt gerade keine Besucher da. Nein. So, dann schauen wir mal, welche Arbeiten hier ausgestellt sind. Hier auch eine sehr schöne kleine Arbeit, ein Akt. Anscheinend mit Öl, Kreide auf Papier. Hier eine Landschaft, Eifel. Ja, und das war's auch schon. Im Naturpark Tor gibt es viele Informationen über die Landschaft hier in der Umgebung und man kann sich hier auch Fahrräder leihen und diverse Ausflüge machen. Ja. So, jetzt zum Abschluss der Hacki-Ausstellung in Wassenberg befinden wir uns hier am Leo-Küpper-Haus in Andenken an einen Wassenberger Maler und das ist jetzt das Haus des Heimatvereins Wassenberg. Und hier hängen nochmals drei wunderschöne Arbeiten des Künstlers. Nein, es sind sogar vier. Fünf, innen drin auch. Leider ist die Galerie oder der Heimatverein geschlossen. Und das war's. Ich wünsche allen noch eine schöne Zeit.